Hey Leute, was geht ab? Euer Pexwader ist am Start und willkommen hier zu einer weiteren FIFA 15 Ultimate Team Challenge. Ja, diese Challenge hat mir keiner vorgeschlagen, sondern ich habe sie mir eigentlich so alleine ausgedacht. Ein Kumpel war bei mir und wir haben uns so gedacht, wieso mache ich denn nicht mal eine Challenge nur mit Kevins? Und dann, ja, habe ich hier dieses Team erstellt und mit diesem Team werde ich jetzt gleich ein Online-Spiel machen und wenn ich verliere, werde ich halt die ganze Mannschaft abstoßen. Das ist auch nicht so schlimm, weil kein Spieler davon ist irgendwas wert. Deswegen denke ich mal, ist es schon akzeptabel. Auf jeden Fall mal hier im Sturm. Wir spielen in der 4-1-2-1-Formation. Kevin Kurani daneben natürlich den goldenen Umberto-Gewinner. Kevin Großkreuz im ZOM. KDB, Kevin De Bruyne, linkes Mittelfeld Miralasch, rechtes Mittelfeld Kevin Volland, ZDM, Kevin Prinz Boateng, linke Verteidigung Stutman, Kevin Stutman, Innenverteidigung Kevin Wimmer, dann Kevin Vogt, Kevin Campbell und im Torkasten natürlich Kevin Trapp. Und ich würde mal sagen, wir suchen jetzt einfach mal unseren Online-Gegner. So, da haben wir schon mal einen gefunden, Super Valdinho, oioioi. Ja, wir spielen mal mit unserem Barcelona-Trikot, so passt das, denke ich mal. 4-3-3 ist seine Formation, BPL, Barclays Premier League. Und er hat hier ein Mame, Djuf, Bolasi, Walcott, ein bisschen pacig da, Eriksen, Blind, Diaby, Philippe Luis, Steve Corker müsste das sein, John Terry, Team of the Season, Kai Walker und im Kasten hat er hier den polnischen Nationaltorhüter Fabianski. Also keine schlechte englische Mannschaft und mal schauen, ob wir mit unseren Kevins da gegenhalten können. Stutman, Miralas, weiter auf Boateng, schöne Sache, Kurani runter, Kevin Großkreuz, er geht jetzt hier vorbei, Großkreuz mit einem Wahnsinnstempo, kommt da aber leider nicht an Korka vorbei, Mann, oh Mann, oh Mann. Also bis dato spielt sich das Team eigentlich richtig gut, hier weiter auf Kevin De Bruyne, Mann, da hat er den Ball ein bisschen kacke angenommen. Legt er ihn sich so weit vor noch und dann rollt der Ball sogar ins Aus. Ins Aus. Großkreuz ist da noch dran, aber es gibt natürlich einen Abstoß. Walcott gegen Kevin Wimmer. Walcott natürlich klar schneller. Wieso er da nach hinten passt, kann ich auch nicht verstehen. Kann ich doch verstehen. 1-0 für den Gegner. Kopfballtor hier. Ich glaube, das war Diuff. Ja, 17. Minute. Eigentlich haben wir bis gerade eben das Spiel eigentlich dominiert. Der Gegner kommt hier einmal vors Tor und macht gleich mal ein Kopfballtor. Kevin Trapp, ja, kann da nichts machen. Neuer Spielstand 1-0 für den Gegner. Stutman weiter auf Miralas. Kurani schickt da Kevin De Bruyne gegen Diaby, kann er sich da nicht durchsetzen und Großkreuz hätte hier fast den Ball nochmal gehabt und dann wäre es richtig gefährlich geworden, aber so nicht. So fangen wir uns hier in Angriff, vielleicht das 2-0, so ja, sogar Yannick Bolasi zieht in die Mitte, aber schön verteidigt von unserem rechten Verteidiger hier, Kevin Campbell. Jawohl, De Bruyne, der läuft nochmal, der will nochmal hier. Der will hier noch das Unentschieden in der ersten Halbzeit. Pass in die Mitte, Kurani. Und es gibt einen Elfmeter. Kevin Kurani holt hier einen Elfmeter raus. Ja, das ist richtig nice. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kevin Kurani hier versucht irgendwie den Ball mitzunehmen. Aber Fabianski ganz hart hier in den Zweikampf gegangen. Und natürlich schießt hier Kevin Großkreuz. Kevin Großkreuz, oh yeah, der goldene Umberto-Gewinner. Kevin packt den Döner aus, rückt den Döner raus. Nein, wir sind gerade mal im Gelben, aber es reicht. Wir erzielen hier in der 45. Minute das 1-1 durch unseren rechten Stürmer Kevin Großkreuz. Mann, da unten links, Miralas gegen Walker. Der nochmal in die Mitte auf De Bruyne. Und was ist das denn für ein Pass? Miralas, den musst du besser spielen. Ja, da sind 90 Minuten vorbei und da steht 1-1. Und das heißt, wir müssen hier rein in die Verlängerung. Boateng hat schon wenig Fitness, Miralas auch. Mal gucken, ob die noch durchhalten werden. Ich hoffe es mal schon. Und ich hoffe auch, dass wir es in der Verlängerung endlich mal klar machen können, dass wir die bessere Mannschaft sind und dass wir hier
sage ich mal, mit 3 Punkten nach Hause fahren, beziehungsweise dass wir eine Runde weiterkommen. Jawohl, De Bruyne, komm, mach es. Mach es, Großkreuz, mach du es. Kevin, Großkreuz, oh mein Gott, was für ein Tor. Alter Falter, 96. Spielminute und Kevin Großkreuz mit was für einen Treffer, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass der eigentlich normalerweise rechter Verteidiger ist und nicht rechter Stürmer. Und was für ein geiles Tor hier. Besser hätte es ein Lewandowski oder so auch nicht machen können. Perfekt in den Winkel. Mit links auch noch. Sein starker Fuß ist rechts. Also Rechtsfuß ist er. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Kann sich natürlich Kevin Trapp ja auch freuen. Neuer Spielstand 2:1. Kevin Großkreuz. Nein, 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 nein. Kevin Trapp, komm. Ey, das gibt es doch wohl gar nicht. Was macht denn dieser Kevin Trapp da? Alles klar, Kevin Trapp, der kommt raus und macht einfach gar nichts und lässt Diouf frei aufs Tor köpfen. Was für ein geiler Keeper. Komm, einen ordentlichen Angriff, das geht doch wohl noch. Das geht doch wohl noch. 118. Spielminute. Nach vorne hier. De Bruyne, zack. Großkreuz. Jawohl, und jetzt da oben ist Kevin Volland frei. Da oben ist Kevin Volland frei, aber ja, richtig stark verteidigt von Felipe Luis. Nein, Konter fangen wir uns nicht mehr. Eventuell machen wir jetzt noch ein Tor. Mit Miralas. Spielen wir lieber nochmal nach hinten. Da pfeift der Schiedsrichter ab, wir sind im Angriff gewesen, ganz klare Sache. Und jetzt müssen wir hier rein ins Elfmeterschießen. Kevin Kurani, der erste Schütze. Kevin Kurani, wir sind schon wieder am Gelben. Wir sind schon wieder am Gelben, ich weiß nicht, was hier los ist. Eine kleine Verzögerung, aber ich hoffe mal trotzdem, dass ich hier gewinnen kann. Kevin Trapp gegen Yannick Bolasie. Komm Trapp, komm Trapp, komm Trapp. Er schießt auch links oben hin. Vielleicht ist es so ein Kandidat, der immer dahin schießt, wo ich hinschieße. Der immer dahin schießt, wo ich hinschieße. Kevin Großkreuz rechts oben. Das heißt, ich springe mal jetzt auch rechts oben hin. Und ich hoffe mal, das klappt einfach. Ich hoffe mal, das klappt. Diouf. Diouf. Nein, dieses Mal schießt er oben in die Mitte. Alles klar. Wir sind wieder am Gelben. Wir sind wieder am Gelben. Und da haben wir richtig viel Glück gehabt, dass da Fabianski nicht an den Ball kommt. Walkout gegen Kevin Trapp. England gegen Deutschland, so gesagt. Komm. Schon wieder oben in die Mitte. Was ist das denn für ein kleiner... Piep, 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 Miralas, links oben, tja Fabianski, du musst mal ein bisschen früher abspringen und diesen Ball halten wir jetzt von Eriksen, weil der garantiert links oben hinschießt, den kenne ich doch, den kenne ich doch, den kenne ich doch und Kevin Trapp, du, Mann, das gibt's doch gar nicht, er war mit seinem Kopf noch dran und lenkt ihn mit seinem Kopf wahrscheinlich noch rein, wir schießen oben in die Mitte, oben in die Mitte, oben in die Mitte, ich glaube da waren... Was? An die Latte noch ein bisschen? Daily Blind? Der verschießt doch eh. Denn er ist blind. Lustig. Blind. Ja, wir waren schon wieder an der richtigen Stelle. Aber Kevin Trapp ist einfach zu schlecht, um die Bälle hier zu halten. Kevin Prinz Boateng schießt ihn auch rein. Und Fabianski ist auch zu schlecht hier, um einmal einen Ball zu halten. Diaby gegen Kevin Trapp 6:5. Ich sag einfach mal oben in die Mitte. Ja, das war rechts oben in die Mitte. So halb acht. Links oben, Mann. Das klappt doch hier wie geschnürt, oder? Wie sagt man das? Wie ist das Sprichwort Felipe Luis gegen Trapp? Komm, wir müssen die Challenge hier gewinnen und nicht verlieren. Wir müssen hier die Challenge gewinnen. Er schießt rechts oben hin. Mann, das gibt's doch gar nicht. Kevin Wimmer schießt jetzt schon. Kevin Wimmer, unser erster Innenverteidiger hier. Schießt an die Latte, an die Unterlatte und der Ball geht rein. Haben wir richtig viel Glück gehabt. Korker. Schon wieder England gegen Deutschland hier. Und ich sag, dieses Mal schießt... Er schießt oben in die Mitte. Mann, was ist das für ein Elfmeterschießen hier? Was ist das denn für ein Elfmeterschießen hier? Rechts oben, Kevin Vogt. Und es geht gut. Es geht gut. Gleich schießen die Torhüter sogar, Mann. Das gibt's doch gar nicht hier. John Terry gegen Kevin Trapp. Kommentiere hier ja länger als die ganzen normalen Szenen, ja. Ich kommentiere hier länger als die ganzen normalen Szenen. Wir sind in der richtigen Ecke, aber Dings da Bums da hier. Kevin Trapp schon wieder nicht zur Stelle. Kampel gegen Fabianski. Wir sind schon wieder Sieger und jetzt schießt hier Walker und danach muss Kevin Trapp ran. 10:9, Leute. Was ist das für ein Elfmeterschießen hier? In die Mitte.
einfach mal ganz frech in die Mitte. Das heißt, wir schießen auch oben in die Mitte und Kevin Trappmann. Leute, unsere ganze Mannschaft hat hier einfach mal ein Türchen gemacht. 11:10. Verrücktes Elfmeterschießen, Hardcore, Leute. Hardcore Elfmeterschießen hier. Er schießt oben in die Mitte. Jetzt muss schon wieder Kurani ran. Und Fabianski hält. Leute. Mein Puls wäre jetzt ist schon wieder auf 100.080 Millionenfach. Das gibt's einfach gar nicht. Ja, wir waren in der richtigen Ecke, Mann. Und Kevin Trapp, der ist einfach so ein Scheißkeeper da am Tor, Mann. Wir waren so häufig in der richtigen Ecke. Hätten wir Manuel Neuer oder so am Kasten, der wäre... Ist einfach viel besser, Mann. Ich möchte jetzt auch nicht nach Ausreden suchen. Der hat gut gespielt, der Gegner. Hat hier gute Elfmeter geschossen. Und was ist das für ein verrücktes Elfmeterschießen gewesen, Leute? 11:12. Nach Elfmeterschießen. Das hatte ich selten sowas. Und ich muss jetzt leider meine gesamte Mannschaft ablegen. So, da sind wir jetzt hier in der Mannschaft und ich lege jetzt einfach mal alle Spiele ab und natürlich den besten Spieler zum Schluss und das ist Kevin Großkreuz, ganz klare Sache. Das tut mir auch ein bisschen weh, der hat glaube ich 150 Spiele oder sowas, glaube ich. Irgendwie so war das. Kevin Vogt, zack, weg damit. Kevin Prinz Boateng, Kevin Wimmer, ja hier, der Scheißkeeper. In FIFA sage ich mal, in echt finde ich ihn gar nicht so schlecht, aber... Was er hier eben im Elfmeterschießen geleistet hat, eigentlich fast gar nicht. Wir waren immer in der richtigen Ecke, zack. Und jetzt muss unser bester Spieler des Teams weg, Kevin Großkreuz. Ja, Leute, das war's hier mit der Challenge. Ich hoffe, euch hat die Challenge hier mal gefallen, die Kevin-Challenge. Und ihr könnt jetzt weitere Challenge-Vorschläge einfach mal unten in die Kommentare ballern. Ich würde mich freuen. Und ich denke mal, in der nächsten Challenge-Video-Gedönse werde ich wieder eine Challenge von euch nehmen. Ich bin mal gespannt, was ihr mir so vorschlägt. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Pexwinder ist raus. Tschüssikowski und ciao.